Hallo und herzlich willkommen zu Smoking Grams und herzlich willkommen zu Sample Time. Heute habe ich wieder ein Sample vom Christian hier bei mir, Christian the Malted. Ich brauche euch den Kanal nicht mehr vorstellen, trotzdem blende ich ihn euch ein. Vielen Dank an der Stelle. Und was habe ich heute? Ich habe heute einen Linkwood mit 10 Jahren Alter, abgefüllt vom unabhängigen Abfüller James Eby. James Eby, einer der etwas kleineren unabhängigen Abfüllern, hat sich in den letzten Jahren den Ruf aufgebaut, wirklich sehr gute Sachen rauszubringen. Und auch der stellt da keine Ausnahme dar. Der ist wirklich klasse. Ich habe den die letzten Abende probiert. Boah, der ist gut. Ich muss dazu sagen, ich stehe auf Ex-Bourbon-Fass gereifte Whiskys und genau das ist so einer. Wir haben hier einen aus der Linkwood Distillery. Linkwood, vielleicht habt ihr das noch nicht so oft gehört, Linkwood hat eine einzige Originalabfüllung, den 12-jährigen aus der Flora und Fauna Serie. Linkwood, ganz kurz gegründet, 1821, liegt in der schottischen Speyside, haben drei Paar Brennblasen, also insgesamt 6 Stück und die können im Jahr unter Volllast 5,6 Millionen Liter Alkohol produzieren. Das ist jede Menge. Natürlich, die Großen haben mehr, aber 5,6 Millionen Liter, das muss man erstmal hinbekommen. Also das ist wirklich einiges. Und ihr fragt euch, wo kommt der ganze Stoff hin? Ja, Linkwood gehört zu Diageo, dem größten Spirituosenkonzern, und die brauchen diesen Whisky, diesen Single Malt für ihre Blends. Also Linkwood geht ganz viel in die Blend-Industrie. Umso schöner, dass es ein paar Fässer zu unabhängigen Abfüllern schaffen. Und hier waren es 3 an der Zahl. Die Fassnummern lese ich euch jetzt nicht vor. Es gab einen Outturn von 1159 Flaschen. Destilliert wurde das Ganze am 4. November 2009, abgefüllt 2020. Ist die Small Batch Reihe, abgefüllt mit 46 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Und ich glaube, der Christian sagt in seinem Video, er habe für diese Abfüllung unter 50 Euro bezahlt. Irgendwas zwischen 45 und 50 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Spitzenkurs, kann man nicht anders sagen. Ich habe gerade geguckt, jetzt in der Vorbereitung zu dem Video, leider finde ich den nirgendwo mehr. Der gefällt mir so gut, ich hätte mir am liebsten eine große Flasche davon bestellt. Warum stelle ich ihn euch vor, wenn man nicht mehr kaufen kann? Weil ich die Hoffnung habe, dass vielleicht da nochmal was kommt. Denn die Fässer, die hier benutzt worden sind, sind sogenannte Recharred Hogsheads. Recharred bedeutet einfach, wie der Name schon sagt, sie sind noch einmal ausgebrannt worden, nochmal thermisch aktiviert worden. Das bringt nochmal richtig viel an Geschmack in den Whisky rein und ich habe die Hoffnung, dass man das vielleicht nochmal macht, dass man vielleicht nochmal eine Serie auflegt. Darum stelle ich mal vor, in der Hoffnung, dass er eben nochmal kommt, so oder so ähnlich. Gut, ich denke, wir haben alles Wichtige gesagt und ich würde sagen, wir halten einfach mal die Nase rein. Ja, eine wirklich tolle Ex-Bourbon fast gereifte Nase. Single Malt in Ex-Bourbon Fässern. Ich persönlich mag das total gern und hier haben diese Recharred Fässer wirklich, wirklich ganze Arbeit geleistet. Du hast hier so schöne, ich sage das nicht oft, weil ich es nicht mag, aber du hast hier wirklich einen schönen Vanille-Einfluss. Du hast hier ganz, ganz weit im Hintergrund hast du so ganz leichte Kokosnoten, aber für mich im Vordergrund ist so eine Fruchtigkeit. Erinnert mich an den Pfirsich, habe ich oft bei Ex-Bourbon. Gleichzeitig aber auch ganz typisch so eine Zitrusnote, ein bisschen was Säuerliches. Was das für Zitrusfrüchte sind, kann ich euch jetzt so nicht sagen, aber so ein leichter Hauch von Säure ist da irgendwo. Ja, Zitronensäure, irgend sowas. Also Zitronensäure ist übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. So einen leichten Einfluss von Säure hat man hier. Boah, finde ich total gut. Insgesamt würde ich aber eher sagen, der ist ziemlich süß. Und ich weiß nicht, ob es der Linkwood-Brennerei-Charakter ist. Ich hatte noch nicht so viele Linkwoods, aber man hat ja auch so eine schöne grüne Apfelnote drin. Also wirklich ein wirklich schöner Vertreter für Ex-Bourbon fast gereifte Whiskys.
Du hast die klassischen Vanillenoten, du hast eine schöne Fruchtigkeit, die von Apfel bis Pfirsich reicht, zumindest in meinem Fall untermalt von so einer leichten zitrus-sauer-säuerlichen Note. Total genial. Mir gefällt er richtig gut. Zum Wohl. Süß. 46 Volumenprozent sind präsent, stören aber nicht. Vollmundig, mundausfüllend, präsent. Jetzt setzt das Holz ein. In der Nase hatte ich diesen Fasseinfluss nicht so, also Holz in dem Sinn. Aber hier im Abgang schöne, zartbittere Eichennote. Apropos helle Noten, die Farbe habe ich euch nicht gezeigt. Ich hoffe, ihr könnt sehen gegen die helle Wand. Ein schöner, goldener Ton. Nicht gefärbt, haben wir ja gesagt, in 10 Jahren. Also da haben die Fässer wirklich auch nochmal schön Farbe abgegeben. Ist der gut? Langanhaltend. Ganz leicht adstringent. Hinterlässt so ein trockenes Mundgefühl. Ganz leicht, aber nur. Die Fruchtigkeit ist da, das Holz ist da. Boah, ist der gut. Ich hatte James Eady überhaupt nicht auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Jetzt ärgere ich mich, dass ich keine Flasche davon habe. Ich hoffe, die bringen den nochmal raus, dann werde ich zuschlagen. Schön, schön, schön. Eigentlich total schade, wenn man sieht, was mit vernünftigen Fässern aus einer Brennerei, ich sage das ganz bewusst, aus so einer Brennerei herauszukitzeln ist, die rein für die Blended-Industrie arbeitet. Schade. Vielleicht kennt jemand den Lingwood aus der Flora und Fauna-Serie, der mit 12 Jahren, ist der vergleichbar? Geht er in eine ähnliche Richtung? Ich vermute, dass hier die Fässer wirklich extrem großen Einfluss hatten. Meine Güte, ist der gut. Ja, diese Apfelnoten, der lässt sich auch schön aufschlüsseln. Apfel, dann auch eine süßere Frucht, für mich der Pfirsich, Zitrusnoten, leichte Säure, schöne Malzton, genial. Und das für 150 Euro wäre auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, wenn man ihn bekommen würde. Ich hoffe, er kommt nochmal nach. Falls er nicht noch einmal nachkommt, dann danke ich dem Christian umso mehr, dass ich die Möglichkeit hatte, ihn zu probieren. Mich hat er überzeugt, was nicht schwer ist bei Ex-Bourbon. Ihr wisst, ich mag das. Aber der ist richtig, richtig gut. Klasse Teil. Gut, das soll es heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Schreibt mir, ob ihr den Lingwood aus der Flora und Fauna Serie kennt. Ich würde mich sehr freuen. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet hier bei Smoking Grams. Bis dahin, macht's gut. Ciao.